Hallo meine Lieben und willkommen zu meinem neuesten Video. Und zwar ist es jetzt endlich das Zahnspangen-Update, was ihr eigentlich auch als zweitliebstes Video sehen wollt. Und zwar ist es gleich nach meinen USA-Reisetipps gewotet worden auf Instagram. Es kommt nur leider ein bisschen später, weil ich weiß auch nicht warum. Keinen Bock habe auf Filmen in letzter Zeit und ja, aber besser spät als nie, heißt es so schön. Ich habe jetzt meine Zahnspange bald 5 Monate. Ich werde sie insgesamt noch bis März oder April 2019 haben. Also insgesamt 13 Monate circa. Ich gehe aber von April aus, weil man weiß ja nie. Ich werde euch jetzt einfach ein bisschen sagen, wie es mir jetzt in den letzten Monaten gegangen ist mit der Zahnspange und werde euch auch ein paar Vorher-Nachher-Bilder bzw. Fortschrittsbilder einblenden, weil es hat sich auf jeden Fall schon einiges getan. Ich fange mal ganz von vorne an. Ihr habt ja meinen Vlog gesehen, wo ich euch so mitnehme, wie ich die Zahnspange bekomme. Den kann ich euch übrigens auch unten in der Infobox verlinken. Falls ihr den nicht kennt, könnt ihr den gerne mal anschauen. Und zwar habe ich in dem Video gesagt, dass mir das Reden eigentlich leicht fällt. Zu dem Zeitpunkt habe ich mich aber total bemühen müssen, dass ich irgendwie reden kann überhaupt. Also das merke ich jetzt im Nachhinein betrachtet auch, wenn ich das Video sehe, aber jetzt mittlerweile tue ich mir überhaupt nicht schwer beim Reden. Es ist nur so, dass man ein bisschen lispelt. Das ist mir auch, wie ich jetzt das Vlog-Video im Nachhinein angeschaut habe, aufgefallen, dass ich da schon ein bisschen gelispelt habe. Aber das ist mir in dem Moment einfach nicht so bewusst gewesen. Oder mir ist einfach nicht aufgefallen noch selbst, keine Ahnung genau. Aber ich lispel definitiv ein bisschen. Und man sabbert auch ein bisschen. Also, wenn man manche Sachen isst, die man zum Beispiel abbeißen muss oder wenn man zum Beispiel schläft, ich weiß nicht warum genau, ich habe das früher nie gemacht ohne der Zahnspange, dass ich im Schlaf ein bisschen gesabbert habe oder so. Das klingt voll blöd. Aber das hat sich jetzt irgendwie so angebürgert, ich weiß auch nicht warum. Ich hoffe, das bleibt man da nicht. An dem Tag, wo ich die Spange reingekriegt habe, habe ich selbst jetzt noch nicht so wirkliche Schmerzen oder sonstiges gespürt. Es war ein gewisser Druck da, aber es war jetzt nicht so, dass ich sage, ich halte es nicht aus oder so. Das ist dann erst die nächsten Tage kommen, sage ich jetzt mal. Aber dieses Druckgefühl generell habe ich jetzt überhaupt nicht als schmerzhaft oder als störend empfunden. Ich weiß auch nicht, wie ich das irgendwie beschreiben könnte, dass man es nachvollziehen kann, wie sich das anfühlt. Weil ich habe jetzt eigentlich so einen Druck noch nie gespürt, logischerweise, weil ich habe noch nie Zahnspange gehabt. Was ich auf jeden Fall weiß und weitergeben kann für alle, die eine Zahnspange bekommen, fangt nicht zu früh zum Essen an. Ich habe, glaube ich, schon am dritten Tag versucht, etwas zu essen. Es war zwar weich, aber es war dennoch zu hart. Und zwar einfach versucht, eine Knacker zu essen. Und wenn ihr wisst, wie ein Knacker von der Konsistenz her ist, wisst ihr auch, dass die jetzt nicht sonderlich hart ist, aber das hat so weh dann. Ich habe geglaubt, ich muss sterben. Also die ersten Tage wirklich nur Suppen, Püree oder irgendwelche Smoothies trinken. Aber ich werde definitiv jetzt beim zweiten Mal, wenn ich die untere reinkriege, sicherlich eine Woche nichts Festes essen. Weil ich habe nicht einmal gekochtes Gemüse gescheit essen können, weil es hat auch total weh dann. Was auch komisch ist, wenn wir jetzt zum Beispiel nachstellen, ist das erste Mal, also beim ersten Mal haben wir jetzt das Nachstellen überhaupt nicht weh dann. Aber ich habe danach eine Zeit, ich glaube so ein, zwei Tage auch nicht essen können noch. Aber es ist dann mit dem Mal immer besser geworden. Je nach Nachstellen habe ich immer schneller wieder normal essen können. Sogar manchmal gleich am zweiten Tag dann wieder. Hat es dann eigentlich auch ganz gut geklappt und wieder ohne Schmerzen. Und beim zweiten Mal nachstellen war es bei mir so, dass ein einziger Zahn hat verdammt weh dann. Ich habe wirklich geglaubt, ich brunze mich an, wie der da nachgestellt hat. Das hat echt weh dann. Aber so im Grunde, es tut es Nachstellen selbst nicht weh, nur eben an vereinzelten Stellen. Ich weiß nicht, an was das liegt. Der Zahn hat man eigentlich gar nicht vom Verschieben her weh dann. Aber genau der war dann dieser böse Zahn, was dann so extrem schmerzhaft war. Aber das war eben so ein Kandidat. Und so war das entweder der oder der. Das weiß ich jetzt nicht mehr. Ich glaube der. Aber das wird wahrscheinlich einfach deswegen sein, weil der eben so runterkommen hätte müssen. Und deswegen wird es dann besonders weh dann haben. Aber ja, einen anderen Grund wüsste ich da jetzt auch nicht, ehrlich gesagt. Das Nachstellen geht auch ziemlich schnell. Ich glaube, ich brauche da immer nur so 5 bis 10 Minuten und dann bin ich wieder fertig. Ich muss alle 4 Wochen hingehen zum Nachstellen. Es vergeht auch eigentlich recht schnell immer und es hat sich auch, finde ich, schon verdammt viel getan. Meine Zahnreihe rechts und links oben sind schon eigentlich wirklich so gut wie gerade. Man muss es jetzt nur mehr so hinkriegen, dass die Vorderreihe auch gerade wird.
weil die ist jetzt so, hat so ein bisschen einen Bogen jetzt. Ich kann euch das jetzt so nicht gut zeigen während dem Reden, deswegen blende ich euch da ein bisschen was ein. Ich werde euch generell dann aber vorher nachher Bilder einblenden, aber nicht schrecken, die Vorherbilder sind sehr schrecklich. Ich kann euch aber auch mal sagen, was wir bis jetzt geschafft haben. Ich hole euch dafür einfach mal ein bisschen näher ran. So, da bin ich in voller Pracht. Also bei der unteren Reihe hat sie natürlich noch nichts getan, da kriege ich ja erst die Spange rein. Und oben kann ich euch jetzt auch mal zeigen, dass ich jetzt, wenn ich jetzt normal lache, fühle ich mich eigentlich schon richtig wohl. Das habe ich vorher überhaupt nicht können, weil mir das total unangenehm war und ich wollte meine Zähne einfach nicht herzeigen beim Lachen oder so. Aber mittlerweile kann ich das eben und tue ich auch und auch gerne. Und ich finde das Ergebnis eigentlich jetzt schon recht gut. Ich frage mich, was sich da noch großartig ändern wird. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Was auch noch sein kann beim Nachstellen ist, wenn jetzt zum Beispiel der Zahnarzt in Draht jetzt nicht hundertprozentig einheitlich einsetzt wieder nach dem Nachstellen, da kann es halt passieren, dass dieser Draht eben innen in die Wange reinsticht und jetzt auch schon zweimal das gute Wachs, was ich mitbekommen habe, zum Einsatz kommen. Das Geschissene bei dem Wachs ist, man muss einmal hinkriegen, dass das vernünftig hält. Manchmal klappt es gleich auf Anhieb, da hält das dann ein paar Tage und dann geht halt irgendwann mit dem Putzen runter. Ich habe jedenfalls geschaut, dass es so lange wie möglich hält, weil es einfach schon total offen war, die Wange innen. Und es hat natürlich gebrannt und weh dann und ich habe nicht mal schön reden können, weil es immer reinpickst hat. Und ja, das war halt kacke. Da habe ich halt dann einen Monat damit leben müssen, mehr oder weniger. Gott sei Dank gibt es eben dieses Wachs. Im zweiten Mal war das jetzt nicht gar so schlimm. Da hat es mich hin und wieder nur ein bisschen gepiekst. Da habe ich aber manchmal auch einfach ein Wachs braucht, dass das Ganze wieder zuhält und dann habe ich es auch wieder rausgegeben. Man sollte ja nach jeder Mahlzeit Zähne putzen, was ich aber nicht tue, weil so viel Zeit habe ich einfach nicht und ich denke auch nicht immer dran. In der Arbeit habe ich auch nicht wirklich die Möglichkeit, dass ich jetzt dauernd nach jedem Bissen oder nach jeder Kleinigkeit aufs Klo renne und meine Zähne putze. Ich habe zwar in der Arbeit jetzt so eine Reisezahnbürste mit Zahnpasta, falls mal was drin stecken bleibt oder so, dass das putzen kann, wenn ich das Bedürfnis habe und wenn mich das stört und nicht rausgeht. Aber Gott sei Dank bleibt jetzt nicht wirklich so viel hängen und auch nicht so schlimm. Meistens ist es auf der Seite bei den Backenzähnen, weil man da einfach beißt und man soll auch immer auf beiden Seiten kauen und daher bleibt da natürlich dann das Essen am meisten picken. Was auch noch ist, vorne auf die Schneidezähne, also man kann jetzt nicht gut Sachen abbeißen. Deswegen würde ich euch empfehlen, dass ihr alles auf die Seiten kaut, also entweder links oder rechts dann. Meistens geht es auf einer Seite besser als auf der anderen, aber das merkt ihr dann eh für euch persönlich, wie es dann sein wird. Für mich war es immer irgendwie die rechte Seite, was da besser war, aber ich habe trotzdem geschaut immer, dass ich auf der linken Seite auch kaue. Am Anfang kann es auch sein, dass beim Putzen die Zähne wehtun werden. Da muss man halt extrem vorsichtig dran putzen und ich habe auch diese kleinen Bürstchen, die benutze ich hin und wieder, wenn eben irgendwas stecken bleibt zwischen der Spange und was ich mit der normalen Bürste nicht rauskriege. Dann benutze ich eben diese kleinen Bürstchen. Zahnseide sollte man ja auch benutzen regelmäßig, aber das funktioniert überhaupt nicht. Also da komme ich überhaupt nicht klar damit, deswegen mache ich das eigentlich fast nie. Steinigt mich nicht, deswegen, falls ihr irgendwie so Zahnfetischisten seid und das immer mit Zahnseide machen müsst. Nee, ich komme damit nicht klar mit der Spange, das funktioniert überhaupt nicht. Das ist total umständlich, langwierig und ich komme sowieso nicht zu den Backenzähnen, deswegen könnte ich es eh nur vorne machen. Und unabhängig vom Nachstellen jetzt tun teilweise verschiedene Zähne weh, also zum Beispiel ein paar Tage lang tun die zwei vorne weh, dann zwei Tage später ist es wieder komplett in Ordnung und dann tun dann die hinteren weh oder der ganz hinterste Backenzahn. Und das ist halt ein bisschen seltsam. Ich weiß auch nicht, auf was das ankommt, wie sie die verschieben. Ich denke mal eigentlich, dass die alle auf einmal so verschoben werden, aber anscheinend nicht. So generell tue ich mir mit der Zahnspange jetzt eigentlich nicht so schwer. Was halt nur ein bisschen mühsam manchmal ist, wenn eben so bestimmte Essensstücke hängen bleiben und ich das einfach nicht rauskriege. Das ist halt ein bisschen mühsam, aber es ist jetzt nichts weltbewegend Schlimmes oder so. Und sonst würde mir jetzt ehrlich gesagt auch nichts mehr einfallen auf die Schnelle. Ich kann euch jetzt noch die ganzen Vorher-Nachher-Bilder zeigen, was ich habe und ich schreibe euch dazu, wann das Bild gemacht worden ist, also in der wievielten Woche oder wie lange ich es da schon gehabt habe, besser gesagt. Und zwar finde ich, sieht man da schon aber so einen gewaltigen Unterschied und es ist auch relativ schnell gegangen, dass diese beiden Vampirzähne, sage ich jetzt einmal, runterkommen sind. Damit hätte ich auch ehrlich gesagt nicht gerechnet, dass es so schnell geht. In der Zeit, wo ich in der USA war, habe ich gerade so eine Feder in dieser Zahnlücke, wo dieser eine Zahn reinwandern hat müssen gehabt, damit das Ganze sich weitet. Und mittlerweile, wie man sehen kann, ist der auch schon eigentlich komplett unten.
Es müssen, wie gesagt, nur mehr diese vordere Reihe muss gerade werden. Da ist jetzt noch so ein Bogen. Das kann ich so blöd erklären, aber ich sehe es hier auf dem Foto dann. Ja, das ist das Update bis jetzt, wie es ausschaut. Ich bin dann schon auf die nächsten Monate gespannt. Ich weiß nicht, wollt ihr vielleicht noch ein Update in einem halben Jahr oder so haben oder am Ende vom Jahr halt oder erst dann, wenn ich komplett fertig bin. Schreibt mir das bitte in die Kommentare, ob ich das eben nach einem halben Jahr nochmal machen soll oder dann, wenn ich komplett fertig mit der Spange bin. Ich bin schon mega gespannt, wie das Ganze sich noch entwickeln wird. Am Anfang habe ich mir gar nicht vorstellen können, wie das ausschauen wird, wenn ich gerade Zähne habe. Und jetzt habe ich ja schon relativ gerade Zähne vorne, muss ich sagen. Und ich bin gespannt eben, wie es sich noch weiterentwickeln wird. Und ich hoffe, ihr geht den Weg mit mir gemeinsam, meinen Weg zu schönen Zähnen, wie ich so schön beschrieben habe in meiner Playlist. Ich kann euch die ja mal unten in der Infobox verlinken. Das sind eigentlich alle Videos zum Thema Zähne, was ich so gemacht habe. Auch die ganzen Vlogs, wie ich im Krankenhaus war und so weiter. Und die Weisheitszahn-OP. Und dann würde ich sagen, was das, weil mir fällt jetzt beim besten Willen nichts mehr auf die Schnelle ein. Falls ich noch irgendwas zum Ergänzen habe, findet ihr das in der Infobox. Also schaut da auf jeden Fall unten vorbei. Ihr könnt auch auf meinen Social Media Seiten vorbeischauen. Da seht ihr auch immer wieder Fotos von mir mit meiner Zahnspange natürlich im Fokus auch teilweise. Also können wir ja da ein bisschen in Kontakt bleiben bis zum nächsten Video. Meine Social Media Seiten sind wie immer unten in der Infobox verlinkt oder jetzt am Ende der Endcard. Und dann sehen wir uns nächste Woche im neuen Video. Tschüss!